Hallo, ich bin's wieder, Arthur, mit den Kulturtipps von dieser Woche, und zwar hier aus dem Hafencamp in Großkoschen. Mit Geschick, Mut und Neugier gehen kleine Musketiere am 4. August um 14 Uhr auf Schatzsuche, und zwar im Senftenberger Schloss. In diesem Jahr dreht sich alles um starke Festungswälle, dunkle Schlossgewölbe und Bastionen. Beim Degenfechten und Bogenschießen ist Ausdauer und Kondition gefragt. Und für den Abschluss des Ausfluges in das Musketierzeitalter darf ein Kanonenschuss natürlich nicht fehlen. Die Mädels. Sie gelten als die beste weibliche A cappella-Popband Europas und begeistern ihr Publikum schon seit über 20 Jahren. In all der Zeit, in der sie auf der Bühne stehen, gab es noch nie ein Programm, das so persönlich und bunt war wie dieses. Das Konzert ist der Soundtrack ihres Lebens, und wie man es von den vier charmanten Damen kennt, kommt das völlig ohne Instrumente aus. Das Konzert findet am 7. August um 20 Uhr im Amphitheater Senftenberg statt. Das 17. Reisbrennen wird am 6. bis zum 8. August wieder auf dem Lausitzring stattfinden. Auf einer der modernsten Rennstrecken Deutschlands, wo eigentlich die DTM zu Hause ist, wird es dieses Jahr an drei verschiedenen, aktionsgeladenen Tagen alles geben, was das Japan-Tuner-Herz begehrt. Es wird eine Driftshow geben, eine Händlermeile, eine Party-Area und vieles, vieles mehr. Doch bevor ich euch zu viel verrate, kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Die Wasserwacht des DRK-Kreisverbandes Weißwasser e.V. lädt alle Gäste des Bärwalder See zum Aktionstag Wassersicherheit ein. An drei verschiedenen Tagen werden euch die Themen Erste Hilfe bei Notfällen, Sicherheit am und im Wasser und Rettungsschwimmen vermittelt. Die Termine sind jeweils zwischen 10 und 16 Uhr, und mehr Infos dazu findet ihr unter www.lausitzerseenland.de. Nach den heißen Kulturtipps von dieser Woche brauche ich jetzt erstmal eine Abkühlung. Tschüss, wir sehen uns dann nächste Woche. Ist auf jeden Fall richtig angenehm.